Willkommen zu einer neuen Folge der Computertipps News. Nach eurem positiven Feedback geht das Ganze jetzt in Serie. Das heißt, jetzt kommen regelmäßig neue Folgen. Direkt los geht's in dieser Folge mit dem Thema Snapchat. Das Unternehmen ist ja vor kurzem aufgefallen durch einen größeren Skandal. Und zwar wurden Bilder von 200.000 Nutzern geleakt, veröffentlicht, und zwar illegal, also ohne die Zustimmung. Und da war der Aufschrei natürlich groß. Viele Nutzer zogen in Zweifel, dass Snapchat die Bilder wirklich löscht, nachdem sie angezeigt wurden. Und die Empörung war groß. Aber jetzt ist herausgekommen, dass das Ganze über den Client SnapSafe passiert ist. Dieser Client ermöglicht es eben, dass man Bilder, wie der Name schon vermuten lässt, speichern kann. Tja, damit geht die Idee von Snapchat zwar eigentlich so ein bisschen verloren, aber das tut ja jetzt nicht zur Sache. Jedenfalls ist dieser Client wohl daran schuld, dass die Bilder veröffentlicht wurden, und das Unternehmen Snapchat zieht sich da jetzt komplett aus der Verantwortung und schreibt den Nutzern, die diesen Client eben installiert hatten, die Verantwortung zu. Ist ja auch nicht ganz falsch. Wie seht ihr das? Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Im Moment ist ein mysteriöser Undercover-Enkel unterwegs, der Mails an wildfremde Nutzer schickt, in denen sich eben ein Passwort findet, was tatsächlich auch bei den Nutzern so funktioniert. Sind also echte Passwörter. Tja, und am Ende dieser Mails bittet der Undercover-Enkel dann immer noch um eine kleine Spende, um sein Treiben da zu refinanzieren. In den Mails geht er dann auch genauer darauf ein, was ihn dazu antreibt, die Passwörter zu verschicken, beziehungsweise ja, was er da genau macht. Und seinen Ausführungen zufolge wurde er selbst mal Opfer eines Identitätsdiebstahls, und deshalb hat er jetzt Mitleid mit potenziellen Opfern und er kauft sich auf illegalen Börsen, wo Passwörter eben gehandelt werden, dann Passwörter, die er den entsprechenden Nutzern zukommen lässt, und deshalb auch die Spende. Eine sehr mysteriöse Sache. Was sagt ihr dazu? Man ist sich so im Netz nicht ganz einig. Ist der jetzt gut oder ist er böse? Kann man absolut nicht einordnen, weil man eben auch keine Informationen zu diesem mysteriösen Mann, diesem mysteriösen Undercover-Enkel hat. Würde mich eure Meinung mal sehr interessieren. Schreibt ihr doch mal unten in die Kommentare. Der Blogger André Meister bloggt regelmäßig zum Thema NSA-Untersuchungsausschuss und berichtet auch von den einzelnen Ausschüssen via Live-Ticker. Letztens hat er eine etwas unschöne Begegnung gehabt, und zwar mit einem Polizisten, der sich in seine Nähe gesellte, woraufhin der Blogger so ein bisschen das Gefühl bekam, eben beobachtet zu werden. Deshalb hat er direkt mal nachgefragt beim Polizisten, was denn dessen Aufgabe sei. Und siehe da, der Polizist gab direkt zu, dass seine Aufgabe eben war, dem Journalisten über die Schulter zu gucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, und für viele schreit das jetzt nach Zensur, was ja auch so ein bisschen nachvollziehbar ist. Denn Fakt ist, man fühlt sich da so ein bisschen beobachtet und denkt eben auch anders und überlegt sich eventuell sogar zweimal, ob man jetzt was abschickt oder das eben sein lässt oder auch, was vielleicht näher liegt, wie man seine Sätze da vielleicht ein bisschen anders formuliert. Tja, der Bundestag hat sich mittlerweile wieder entschuldigt. Trotzdem ist es und bleibt es in meinen Augen ein Skandal. Wie seht ihr das? Schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare. Das war's soweit von den Computertipps News für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und kommentiert fleißig. Folgt uns unbedingt auch auf Facebook. Die URL seht ihr ja hier unten immer. Hier an der Seite kommt ihr nochmal zu den letzten Folgen. Wenn ihr irgendwelche interessanten, spannenden News habt, dann schreibt uns gerne eine PN. Wir schauen da also auch regelmäßig rein und vielleicht kommt das ein oder andere Thema ja dann in die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, sage ich Tschüss.